Hallo Jan, ich wünsche dir noch ein gutes neues Jahr und freue mich, dass du hier im Podcast bist. Hallo Kerstin, dir noch auch noch ein frohes neues Jahr und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt zu Jahresbeginn hast du dir Neujahrsvorsätze genommen? Gehörst du zu den Leuten, die sich irgendwas vornehmen? Ja, das ist ja immer so eine Frage, wie man das definiert. Ich bin kein Freund von Vorsätzen, sondern eher ein Freund von Zielen. Und wie immer habe ich mir auch dieses Jahr wieder einige Ziele gesetzt. Ich setze mich damit immer Anfang des Jahres beziehungsweise Ende des Jahres, Anfang des Jahres recht intensiv auch mit auseinander. Und das heißt, was denkst du über Neujahrsvorsätze, die Leute sich nehmen? Das ist ja jetzt aktuell so in aller Munde. Viele Leute haben sich was vorgenommen. Ich denke, wir wissen alle, oder zumindest die Leute, die sich damit beruflich auseinandersetzen, so wie wir auch im Sportbereich, dass die nicht so wirklich Erfolg bringen. Wie stehst du dazu, ganz generell? Ja, also erstmal ist es ja was Schönes und Positives, wenn man sich vornimmt, sich das Ziel setzt, was in seinem Leben zum Positiven zu verändern. Es kommt halt letztlich auf die Herangehensweise an. Und das ist genauso, wo ich gerne die Unterscheidung mache zwischen Vorsätzen und Zielen. Und häufig sind Vorsätze halt eher so Idealvorstellungen von sich selbst und grobe, unkonkrete Wünsche, die Menschen haben, und die sie sich dann einfach vornehmen, Dinge zu verändern und das dann auch häufig nicht besonders durchdacht. Und das führt dann leider oft dazu, dass so ein Vorsatz dann eben eine kurze Zeit vielleicht eingehalten wird, aus diversen Gründen dann aber von den meisten Menschen ja nicht nachhaltig verfolgt wird. Und es gibt aber Möglichkeiten, wie man das auch so gestalten kann, dass es dann eben in Form von gut geplanten, strukturierten Zielen auch funktionieren kann. Da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht noch erst eine andere Frage. Es gibt ja so Leute, die nehmen sich dann zu Jahresbeginn 1000 unterschiedliche Sachen vor. Also die wollen jetzt nicht nur anfangen, vielleicht mehr Sport zu machen, sondern die wollen gleichzeitig zu mehr Sport machen, auch noch die Ernährung komplett umstellen und mit dem Rauchen aufhören und vielleicht auch noch dieses und jenes andere machen. Ich finde es ja immer gut, wenn Leute, wie du gesagt hast, sich Sachen vornehmen. Aber für die meisten ist das noch eine falschere Herangehensweise, als wenn man sich nur eine Sache vornimmt. Wie stehst du dazu, zu den vielen Sachen, die man sich vornimmt? Ja, auf jeden Fall. Also häufig liegt es tatsächlich daran, wenn es schief geht mit den Zielen, dass man sich entweder zu viel auf einmal vorgenommen hat im Sinne von ein zu großes Ziel oder eben zu viel auf einmal. Und das sind auch die typischen Neujahresvorsätze prädestiniert für: Ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Auch dieses Absolutistische und davon dann alles auf einmal. Das funktioniert leider in den allerwenigsten Fällen, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, gleich auf einen Schlag alles zu ändern und dann funktioniert das. Aber deutlich erfolgsversprechender ist auf jeden Fall, mit kleinen Dingen anzufangen und dann Schritt zu Schritt reinzugehen. Es wäre so schön, wenn wir einfach nur mit dem Finger schnippen könnten und alle unsere Sachen wären schon wahr geworden und das würde alles so laufen, wie wir uns das vorstellen. Das wäre einfach traumhaft. Oder es müsste einfach jemand mal eine Pille erfinden, die man sich einwerfen könnte und dann zack, ist alles da. Das wäre Ja, super. die würden, glaube ich, unheimlich viele Menschen gern nehmen, die Pille, aber die gibt es leider nicht, so funktionieren wir Menschen nicht. Ja. Und ich denke, bis es so eine Pille irgendwann vielleicht mal geben wird, gibt es ja immer noch diesen inneren Schweinehund, den wir in uns haben, der uns ja an unseren Neujahrsvorsätzen gerne hindert. Der ist ja so eine Person in uns drin. Also viele Leute bezeichnen ja den inneren Schweinehund als die innere Stimme oder eine Person, die in einem sitzt. Manche geben ihm sogar einen Namen. Also mein innerer Schweinehund heißt Waldemar, weil ich habe so einen großen Teddybären, der ein bisschen ausschaut wie ein Schweinehund. Also meiner hat einen Namen. Warum ist denn der innere Schweinehund jemand, der uns immer von allem abhält? Ja, also prinzipiell ist der innere Schweinehund jetzt nicht unbedingt jemand, der einen immer von allem abhält. Also die meisten Menschen sehen den inneren Schweinehund ja als den inneren Widersacher. Letztlich ist der innere Schweinehund, was dahinter steckt, aber was grundlegend Positives, weil das eben einfach eine Funktionsweise unseres Unterbewusstseins ist. Und diese
Personifizierung, die hilft dem einen oder anderen, sich davon so ein bisschen abzugrenzen und dann eben quasi in die Kommunikation zu gehen. Aber letztlich ist es, glaube ich, auch der erste Schritt wichtig zu verstehen, dass dieser innere Schweinehund, dieser Widerstand, der da kommt, der dazu führt, dass man eben nicht alles auf einmal ändern kann oder vieles schnell auf einmal ändern kann, dass das eigentlich was ist, was aus der Evolution kommt und was Gutes und im Grundsatz sehr Sinnvolles ist. Deswegen nenne ich den inneren Schweinehund gern auch den Bewahrer deiner Gewohnheiten, weil man das dann eben auch als was Positives betrachten kann. Obwohl ich ein Buch geschrieben habe, das Werde zum Schweinehund-Killer heißt, sehe ich es tatsächlich als eher sinnvoll an, dass man den inneren Schweinehund auf die Seite zieht und davon profitiert, was der macht und kann und was der tut. Weil das dann eben auch dabei helfen kann, tatsächlich seine Ziele zu erreichen und Dinge eben auch zu verändern. Nur eben nicht alles auf einmal und dann aber eben schrittweise und nachhaltig. Ich bin da absolut bei dir. Also ich finde ganz genauso so wie du, dass man den Schweinehund auf seine Seite ziehen sollte. Auf welche Art und Weise immer, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf kommen. Und ich stelle mir immer vor, dass der, wenn ich Sport mache, dass ich mir den so gedanklich hier auf die Seite von meiner Matte setze und dann schaut der mir ein bisschen zu. Ja, mehr oder weniger begeistert oder mehr oder weniger grunzend. Aber er sitzt da, beobachtet mich und lässt mich so ein bisschen machen. Ja. Und du hast ja am Anfang von deinem Buch, bevor du in dieses ganze Positive gehst und wie man den Schweinehund verändern kann und so, gesagt, dass er eigentlich erstmal so was Negatives für die meisten Leute hat. Also du hast ihm so ein paar Worte gegeben. Ich habe mir da welche aufgeschrieben. Du nennst ihn so den Taugenichts oder den Zeiträuber. Da kommt auch vor, dass er ein Traumzerstörer sein kann oder ein Fortschrittsbremser. Das finde ich ganz interessant, diese Worte, die du da gefunden hast. Das ist alles so, ja, negativ. Und dann vor allen Dingen, man möchte ihn noch besiegen. Also ich beziehe zum Beispiel von Google, ich bekomme immer da so Links geschickt zu Artikeln zum Schlagwort innerer Schweinehund. Und jeder Artikel ist so negativ. Ja, wie kannst du deinen Schweinehund bekämpfen? Wie kannst du deinen Feind besiegen? Denke ich mir immer, das ist so anstrengend. Ja, also Feind ist so mit Krieg und mit Anstrengung und weiß ich nicht. Also warum ist das so, dass es alles so negativ ist? Ich glaube, das ist wichtig, dass tatsächlich die Kommunikation da so beginnt. Deswegen hat mein Buch auch so einen reißerischen Titel, weil die Menschen, die eben frustriert sind, weil sie was ändern wollen an ihrem Leben, die haben eben diese Einstellung, da ist dieser Gegner von mir, der ist in mir drin und der verhindert, dass sich Dinge verändern, dass ich wichtige, gute Dinge mache. Und das ist letztlich dann einfach ein Punkt, wo man denjenigen dann, mit dem man spricht oder der dann so ein Buch liest, der dann so einen Blogartikel liest, einfach erstmal abholen muss, weil für den ist das erstmal der Gegner, der Widersacher. Und das ist eine einseitige Betrachtung von dem Thema, aber es macht durchaus Sinn, dass man da denjenigen eben da abholt, wo er sich gerade befindet und ihm dann zeigt, ja, das macht er alles, weil das ist ja keine falsche Sichtweise. Ist ja in den Fällen, wo jemand eben schlechte Gewohnheiten hat und sich die abgewöhnen möchte oder noch keine Gewohnheiten hat und gute Gewohnheiten aufbauen möchte oder grundsätzlich sein Leben zum Positiven verändern, was das immer auch individuell heißen mag, dann gibt es da eben innere Widerstände. Und die bekommen dann eben gerne diesen Namen des inneren Schweinehundes. Und wie du schon sagtest, da hängt ja noch viel mehr dran. Und letztlich ist ja der innere Schweinehund, dieses innere Konstrukt, ist ja viel mehr. Der tut ja auch positive Dinge. Nur wenn jemand eben jetzt gerade schon in dem Mindset ist, ich will unbedingt mit Druck gegen diesen Widerstand, dann macht das wenig Sinn, dem zu sagen, so, hey, diesen Widerstand, den gibt es gar nicht. Das ist alles Energie, die ist in dir drin. Damit holt man so jemand dann nicht ab. Deswegen glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, den erstmal zu sagen, ja, es gibt diesen Feind und da musst du was gegen tun, um ihm dann aber zu sagen, hey, aber vielleicht ist dieses, was du gegen ihn tun kannst, gar nicht jetzt dann nur gegen ihn zu kämpfen, sondern eben auch zu gucken, wie kannst du ihn austricksen. Das ist dann vielleicht noch eine zugängliche Möglichkeit, wie man sich mit ihm dann eben entsprechend auseinandersetzen und dann auch zu seinem Vorteil nutzen kann. Absolut. Ich habe das früher genannt, mach deinen Schweinehund zu deinem besten Trainingsbuddy, was ja auch so positiv eigentlich ist. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ihn einfach auf seine Seite zu ziehen, ihn so gedanklich neben sich zu setzen und dann lässt er einen auch machen. Ja.
Ja, definitiv. Also bei mir ist das beispielsweise und bei vielen Leuten, das kann dir ja jeder sagen, der regelmäßig Sport macht, schon über einen längeren Zeitraum. Mein innerer Schweinehund sorgt letztlich dafür, dass ich eben 2, 3, 4 Mal in der Woche trainiere. Der, wenn ich mein Training ausfallen lasse, dann sagt mir mein innerer Schweinehund, warum trainierst du jetzt gerade nicht? Nur würden dann dieses unterbewusste Verhalten niemand oder die wenigsten Leute würden das als ihren inneren Schweinehund bezeichnen, weil das dieses ganze Konstrukt ja etwas ad absurdum führt, aber das ist letztlich das, was ja dahinter steckt, und wie man das dann eben auch betrachten darf. Ich denke, da kommt man ja wieder schon dahin, dass man sagt, wie man sich bezeichnet, als was für eine Person man sich bezeichnet. Also du bezeichnest dich, wenn ich das jetzt so interpretiere, als eine Person, die mindestens zweimal in der Woche Sport macht, in der Regel sogar mehr. Das heißt, du hast das Selbstverständnis von dir, du bist eine sportliche Person. Und wenn du keinen Sport machst, weil du vielleicht keine Zeit hast oder im Urlaub bist oder verhindert bist, dann fehlt dir was. Also das heißt, du hast die Gewohnheit entwickelt, einfach regelmäßig deine Sportarten zu treiben. Und dann hat der innere Schweinehund ja eigentlich in dem Fall gewonnen, ja, weil er ja ein Befürworter von Gewohnheiten ist. Nur ist es halt jetzt eine positive Gewohnheit, Sport zu machen. Genau, absolut richtig. Das ist auch, also Identität ist sicherlich auch ein Faktor, der da mit reinspielt, aber nochmal auf einer anderen Ebene psychologisch. Aber gerade was diese Gewohnheiten angeht, die sich ja dann im Laufe der Zeit auch verfestigen. Und deswegen, es gibt diese ganzen negativen Bezeichnungen eben mit dem inneren Schweinehund und dem Zeiträuber und der auch an vielen Stellen eben einfach reingreift, wo man es nicht möchte. Aber man kann ihn eben auch, wie du sagst, positiv auch betrachten, als eben jemand, der Gewohnheiten, die man hat, dann auch verteidigt. Und das kann man auch als Chance betrachten, wenn man dann eben diese Gewohnheiten mal aufgebaut hat, dass die dann auch ein Stück weit eben von etwas in einem drin, ohne dass man aktiv was zutun muss, eben dann auch geschützt werden. Du hast vorhin schon über Ziele mehrmals gesprochen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte von diesen Neujahrsvorsätzen wegkommen und mir Ziele setzen, die auch wirklich realistisch sind, die gut für mich machbar sind dieses Jahr. Es gibt ja so viele Varianten und Methoden, wie man sich Ziele setzt. Vielleicht ein kleiner Tipp, wie ich daran gehen könnte, dass ich mir ein erfolgsversprechendes Ziel setze. Ein Tipp ist jetzt natürlich Oder es dürfen auch hart, mehrere aber sein. ich, Also es gibt nur also einfach so mega viele Möglichkeiten, Ziele zu definieren. ja, definitiv. Also was ich da extrem wertvoll finde, ist das SMART Framework, das ja ursprünglich aus der Managementforschung kommt, das aber auch beim Setzen und Erreichen von persönlichen Zielen einfach inzwischen auch sehr verbreitet ist und auch extrem erfolgsversprechend, wenn man es denn wirklich durchzieht. Also wenn man sich wirklich auch an die einzelnen Faktoren hält, sich damit ein bisschen auseinandersetzt, guckt, was da dahinter steckt und sich dann eben ein Ziel setzt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass man eben sich nicht 25 Ziele setzt, sondern zumindest erstmal mit einem anfängt. Und natürlich kann man auch mehrere Ziele haben, aber Fokus ist letztlich eine der menschlichen Superkräfte, dass man die Möglichkeit hat, einfach Ressourcen zu bündeln auf eine Sache. Und dann können Menschen so unheimlich viel erreichen, wenn nicht das in alle möglichen Richtungen eben die Energie fließt, sondern einfach fokussiert auf ein Ziel hingearbeitet werden kann. Und wenn das Ziel dann eben noch gut gesetzt ist, im Sinne von, das ist eben wirklich klar, wie sieht dieses Ziel aus, das ist attraktiv. Also man möchte wirklich. Also du willst dieses Ziel auch wirklich erreichen. Das ist auch was häufig Menschen auch falsch machen, weil dann eben Ziele gesetzt werden oder Vorsätze eher aus, ich sag mal, sozialer Erwünschtheit heraus, als dass das tatsächlich aus innerstem Wunsch, Antrieb, gesetzte Ziele sind. Und das kann dann schon ein ganz großer Stolperstein sein in Ergänzung dazu, dass man davon dann noch sich 10 aufschreibt, die aber eigentlich, die einen gar nicht anziehen. Kannst du ganz kurz umreißen, was die Smart-Methode bedeutet, falls es jemand noch nicht kennt?
Ja, sehr gern. Also SMART hat eben fünf verschiedene Faktoren, die man bei der Zielsetzung anwenden sollte oder darf. Und das ist eben zum einen, das S steht für spezifisch. Das bedeutet so genau wie möglich, da wirklich ganz exakt definieren, was es ist, das man erreichen möchte. Dann das M steht für messbar. Das ist im Prinzip noch eine Weiterentwicklung von der Spezifizität, dass man nach Möglichkeit in der Lage ist, eben tatsächlich auch das Messen, Zählen, Wiegen zu können. Also bei einer Gewichtsabnahme ist es beispielsweise relativ einfach, dass man eben sich das Ziel setzt, eben dann 5 Kilo abzunehmen oder messbar ist auch eben dann einen Halbmarathon zu laufen, weil da eben eine definierte Strecke dann eben existiert oder ähnliches. Das ist dann ideal, wenn man es so spezifisch hinbekommt. Dann das A steht für Attraktivität, bedeutet das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Man muss es wirklich wollen. Also, wenn du so ein Ziel hast oder denkst so, ja, okay, es wäre schon cool, so, aber es zieht mich nicht wirklich an, ist es schwer, das zu verfolgen. Da gibt es auch Tipps und Tricks und Möglichkeiten, wie man sich da dann reindrehen kann, um dann eben auch die Attraktivität zu steigern oder dann da das Richtige zu finden. Aber letztlich sage ich immer gern, du brauchst eigentlich ein Ziel, das dich anzieht wie so ein Magnet. Das muss so richtig, richtig attraktiv für dich sein. Dann das R steht für realistisch. Ist auch, wenn ich nicht dran glauben kann, dass es für mich möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, dann werde ich auch nicht dazu in der Lage sein, die Energie aufzubringen, um dieses Ziel eben wirklich ernsthaft zu verfolgen. Und last but not least, das T steht für terminiert. Weil wenn ich eben keinen konkreten Termin habe, zu dem ich mir ein Ziel setze, wann ich das erreicht haben möchte, dann kann ich das ewig lang vor mir herschieben bin dann auch nicht wirklich in der Lage, das sauber aufzuplanen, wann was eben dann auch die Zwischenschritte und Zwischenziele dann eben sein können, die mich dann auf den Weg dahin bringen. Ja, das kurz und knapp das Smart-Konstrukt. Und ich finde auch so ein Ziel, das muss mir so ein bisschen Bauchkribbeln verursachen. Also im Sinne von, das fordert mich, aber es überfordert mich nicht. Also da ist so ein feiner, so eine Fine Line, finde ich, dazwischen. Also ja, ich muss denken, das kann ich schaffen, aber es ist nicht so einfach für mich, dass ich das übermorgen schon geschafft habe. Ja, das definitiv. Das steckt so ein bisschen in dem Attraktiv drin, weil zum einen sind nur große Ziele auch wirklich attraktiv. Und ich glaube, wenn man sich wirklich die Mühe macht und sich das eben aufschreibt und sich mit der Zielsetzung beschäftigt, dann muss das schon eben auch, wie du schon sagst, mit dem Bauchkribbeln. Ich sage ja, das muss einen anziehen wie ein Magnet, sondern man muss das Gefühl haben, ich will da unbedingt hin. Weil dann bekommt man eben diesen Drive überhaupt, die PS auf die Straße. Und wenn man das dann noch damit kombiniert bekommt, dass es eben auch realistisch erreichbar ist, also dass man eben auch, ich sag mal, man muss sich schon strecken müssen, um an so ein attraktives Ziel ranzukommen. Aber es darf einem eben auch gleichzeitig nicht das Gefühl geben, dass man es eben überhaupt nicht schaffen kann. Ich glaube, das ist so der Sweet Spot, was so perfekt ist für so ein großes Ziel, das man sich setzt. Jetzt habe ich mir mein Ziel gesetzt. Also ich möchte 5 Kilo abnehmen, ich möchte einen Halbmarathon laufen, ich möchte meine ersten 5K laufen oder 10 Push-ups schaffen, was auch immer. Wie gehe ich denn jetzt so die ersten Schritte? Du hast vorhin schon erwähnt, dass man klein starten sollte. Wie lege ich denn jetzt eigentlich los? Ja, das ist so ein bisschen individuell, was für die jeweilige Person eben gute erste Schritte sind. Aber das Prinzip der Baby Steps, das ist, glaube ich, in jedem Fall ein gutes, weil wenn ich mich mit den ersten Schritten direkt überfordere, dann bin ich frustriert und dann werfe ich früher das Handtuch, als gut ist für mich letztlich und für mein Ziel vor allem auch. Gleichzeitig sollte man aber natürlich auch sich schon so ein bisschen Gedanken machen, wie. Also, was kann ich eben tatsächlich dann mit dem ersten Schritt dann auch möglicherweise schon erreichen, um dann auch frühzeitig eben kleine Erfolgserlebnisse zu haben? Dafür empfehle ich gern, sich schon mal ein erstes kleines Zwischenziel zu setzen auf dem Weg dahin, weil wenn man jetzt wirklich sich ein großes Ziel setzt, dann dauert das ja häufig
Monate, bis man da ankommt. Vielleicht kann man sich aber dann schon mal einen kleinen ersten Schritt überlegen. Eben, und wenn das eben ja der erste Lauf dann einfach ist, den man geschafft hat für manche Menschen, für andere ist das keine große Herausforderung. Da sind es dann halt die ersten 5 Kilometer. Und die dann einfach als erstes Zwischenziel eben sich zu setzen und da dann eben auch zu sagen, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich schon mal einen Grund zum Feiern und dann habe ich ein erstes Erfolgserlebnis. Das ist, glaube ich, was man frühzeitig anstreben sollte. Genau, oder sich vielleicht Wochenziele oder Monatsziele zu setzen. Also vielleicht so klein anfangen, wenn man über das Thema Diät oder Ernährung spricht oder Ernährung verbessern. Sowas wie, ich möchte diese Woche jeden Tag ein Stück Obst mindestens essen oder ich möchte jeden Tag diese Woche weniger Schokolade essen als normalerweise, ja. Nur ein Stück Schokolade statt normalerweise 3. Also so diese kleinen Sachen, wo ich dann auch wirklich weiß, okay, ich habe das geschafft heute und ich kann es entweder gedanklich oder vielleicht auch auf einem Kalender, wenn mich das motiviert, abhaken oder ich klebe mir ein Smiley an meinen Kalender, wenn ich was geschafft habe. Da gibt es ja eine Menge unterschiedliche Motivationsmethoden. Hast du Ja, auf irgendwie jeden eine Fall. Methode, wie man sich so motivieren kann? Also, dass ich jetzt nicht nur einfach das vielleicht im Kopf habe, was ich machen möchte oder machen sollte, sondern tatsächlich auch dranbleibe? Ja, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das kommt wieder auf den Typ drauf an. Ich mache das gern noch ganz klassisch haptisch. Ich habe so einen Kalender mit einer To-Do-Liste, wo ich mir meine To-Dos eben entsprechend aufschreibe und die dann auch abhake tatsächlich. Und es gibt aber auch Apps dafür mit To-Do-Listen, die man dafür nutzen kann, wo man eben dann auch Gewohnheiten, sag ich mal, tracken kann. Und welche dann eben tatsächlich ein guter Schritt sind für einen individuell, das ist eben sehr spezifisch auf die jeweilige Person. Aber wie du schon sagst, das kann ein ganz kleiner Schritt sein. Wichtig ist, dass es sich für die Person, die eben diesen Schritt macht, so anfühlt, dass das eben schon ein kleiner Erfolg ist, auf den man dann eben auch stolz sein kann und das eben unbedingt auch sein sollte. Das ist, glaube ich, auch bei vielen Menschen so, dass sie sowas dann tendenziell kleinreden, sich selbst dann kleinreden. Aber man sollte wirklich dann auch so einen Erfolg eben dann schon feiern und stolz drauf sein. Also ich erinnere mich da gern an den ehemaligen Arbeitskollegen, dem ich eben geraten habe, eine Cola am Tag durch ein Wasser zu ersetzen. Und das war eben sein erster Schritt. Und er hat einfach erst mal 2 Wochen lang nur das gemacht. Und dann auch gesagt, so, ja, gut, das ist sowas Kleines. Und so, ja, aber du hast es geschafft jetzt 2 Wochen, oder? Sei da stolz drauf. Und er hat auch gemeint, ja, stimmt, ist eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung und ist eigentlich schon cool. Und da haben sich dann auch nach und nach eben dann weitere Schritte dran angeschlossen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das dann eben auch so für sich verstehen und wahrnehmen kann. Ich arbeite ja viel mit der Tiny Habits Methode, falls du die kennst. Und da geht es im Prinzip genau um das Gleiche. Und dieses sich feiern, das nennen wir, oder wir nennen das sich feiern, wenn man sich selbst einfach mal lobt oder ja, so eine Bewegung macht, nachdem man was super, super Kleines ausgeführt hat. Also wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Cola am Tag durch ein Glas Wasser ersetzt, dann feiere ich mich, ja, dann lache ich mich an, dann balle ich meine Faust. Das kostet mich null Zeit, aber es kreiert so Glücksgefühle in mir drin. Und das ist ja auch wieder das, was unser Schweinehund gerne mag. Je besser ich mich über irgendwas fühle, desto mehr gefällt das auch dem Schweinehund und desto leichter ist er auch mit an Bord. Und ich glaube, gerade wir, ja, wir Deutsche, wir tun uns immer mit diesem, wir loben uns, wir feiern uns, wir belohnen uns, wir tun uns selbst was Gutes, wir tun uns da extrem schwer. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Das kommt jetzt sehr auf den Persönlichkeitstyp drauf an und auch ja, in was von einem sozialen Gefüge man sich bewegt. Ich glaube aber, dass es für jeden Möglichkeiten gibt, sich zu belohnen und sich zu feiern, in Anführungszeichen, mit denen er sie sich eben auch wohlfühlen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dann eben auch nach sowas zu suchen. Und sowas dann eben dann auch zu nutzen. Und das darf dann auch jeder für sich eben rausfinden. Vielleicht ist das für mich dann eben, ich klopfe mir einfach selbst auf die Schulter oder ich mache dann einfach so eine Freudengeste oder ich sage dann auch, wenn ich dann so ein kleines Zwischenziel erreicht habe, dann
definiere ich vorher eine kleine Belohnung, über die ich mich auch wirklich trotzdem freuen kann. Und ich muss dann aber auch wirklich so konsequent sein, wenn ich das dann eben nicht getan habe, dann gibt es eben auch diese kleine Belohnung nicht. Das ist durchaus was, was man nutzen kann. Aber ja, definitiv, also in unserer Gesellschaft sind eben diese Belohnungs- und Selbstlobmuster jetzt vielleicht etwas eher etwas verpönt, weil die Deutschen ja doch recht ernst sind, so zumindest nach außen hin. Aber ich glaube, da findet jeder für sich auch was, was er für sich akzeptieren und womit er sich oder sie sich eben dann auch wohlfühlen kann. Und das ist, glaube ich, dann jedem selbst überlassen, das dann eben zu finden und auszuprobieren, ob das sich gut anfühlt und das dann einfach zu machen. Vielleicht noch eine Frage zum Thema die liebe Verwandtschaft, die liebe Familie, meine lieben Kollegen. Wenn ich mir jetzt meine Ziele gesetzt habe und gehe jetzt wieder nächste Woche in die Arbeit, weil ich jetzt Urlaub hatte und esse jetzt zum Beispiel anders in der Kantine als normalerweise, dann ist es ja oft so, dass die lieben Kollegen nicht so freundlich mit mir umgehen, um es jetzt mal mild auszudrücken. Du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ja, da werden mir dann die Schokoriegel unter die Nase gerieben und ich muss mir anhören, ja, warum trinkst du abends kein Bier, wenn wir weggehen, sondern ein Wasser? Wie gehe ich mit den Leuten um? Die wollen mich ja irgendwie bremsen. Ja, wie gehe ich mit diesen Leuten um? Ja, das ist ein super schwieriges Thema, gerade wenn man eben dann aus so einem motivierten, isolierten Umfeld herauskommt und dann eben vielleicht noch aus dem Urlaub und da hat es dann eben ein, zwei Wochen richtig gut funktioniert, weil dann eben auch das potenziell schädliche Umfeld nicht da war. Aber deswegen empfehle ich immer jedem zu versuchen, wie so gut wie möglich eben das Umfeld abzuholen und dahingehend auch zu verändern und zu beeinflussen, wo man das kann, und die eben einfach mit ins Boot zu holen. Also es gibt ja immer Personen auch im Umfeld, die eben eher positiver sind und bei solchen Dingen unterstützen. Und ich würde einfach versuchen, dann mit den Personen mehr Zeit zu verbringen und die Personen, die eben tendenziell eher etwas schädlicher sind für die eigenen Ziele, dann den Kontakt nach Möglichkeit etwas einzuschränken und aber auch ganz offen zu kommunizieren, so hey, ich habe mir eben jetzt dieses Ziel gesetzt. Ich möchte diese Gewohnheit in meinem Leben verändern. Und auch da ist es ja wieder so, je kleiner diese Veränderungen sind, desto einfacher sind die auch fürs Umfeld zu akzeptieren. Und wenn man dann einfach kommuniziert, so hey, ja, ich habe mir jetzt einfach das Ziel gesetzt, und gerade zum Jahresanfang akzeptieren das, glaube ich, eher dann auch noch Leute. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ich esse einfach meinen Schokoriegel, den ich sonst immer gegessen habe, nicht mehr. Bitte unterstütze mich dabei und halt mir den nicht mehr unter die Nase. Ich glaube, Kommunikation hilft da schon ganz viel. Und wenn da jemand dann wirklich penetrant ist und einem den dann trotzdem unter die Nase hält, dann weiß man schon relativ schnell, dass das eben auch ein potenziell für die eigenen Ziele schädlicher Mensch ist, wo man dann vielleicht den Kontakt und den Umgang etwas reduzieren darf, wenn man das eben schaffen möchte. Und ich würde vielleicht noch so weit gehen, dass ich sage, jemand, dem ich als Person wichtig bin, der unterstützt mich auch bei meinen Zielen. Weil sonst ist es ein schlechter Freund oder einfach ja, ein Saboteur, dem ich mit meinen Zielen nicht wichtig bin. Ja, und dann muss ich einfach vielleicht auch die Konsequenzen daraus ziehen. Absolut richtig. Und vielleicht geht es auf der Arbeit mit den Arbeitskollegen dann nicht immer. Aber auch da hat man die Möglichkeit, dann eben auch ganz klar zu kommunizieren und dann auch Kontakt einfach einzuschränken. Und da gibt es auch Leute, die eben eher Unterstützer sind und dann eben da nicht Saboteure, wie du es gerade genannt hast. Und dann versucht man einfach zu denen mehr den Kontakt zu suchen. Das ist nicht nur in Bezug auf das Ziel, sondern in Bezug auf alles andere auch letztlich dann fürs Leben hilfreicher und schöner. Vielleicht so als letzter kleiner Tipp zum Thema, wie ich meine Ziele erreiche, trotz Schweinehund oder mit dem Schweinehund. Hast du noch eins für uns, bevor wir zum Abschluss kommen? Einen abschließenden Tipp. Also im Prinzip kann ich nur das wiederholen, vielleicht noch mal ein bisschen stressen, was ich eben im Kerneingang schon gesagt habe, dass es wichtig ist, dass man versteht,
was der innere Schweinehund eigentlich macht, was er ist. Und das dann eben für sich zu nutzen, den nicht nur als Gegner zu betrachten und dann letztlich so zu agieren, dass er einen dabei auch unterstützen kann. Und das funktioniert eben, wenn man sich fokussiert auf ein Ziel und da eben mit kleinen Schritten anfängt und die eben konsequent verfolgt, bis der Schweinehund da auf deiner Seite ist. Und du wirst das merken, wenn du jetzt eben eine kleine Gewohnheitsveränderung machst und du machst die über einige Tage, Wochen konsequent, wie die dir dann immer leichter fällt und dann automatisiert die sich. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, da hilft dir dein innerer Schweinehund, diese neue Gewohnheit eben zu verfolgen. Und du kannst dich dann auf den nächsten Schritt konzentrieren. Und so können die Schritte immer größer und größer werden. Und das kann ich jedem nur empfehlen, nicht zu viel auf einmal zu wollen und sich selbst dann nicht als Feind zu betrachten, sondern das eher als Rahmenbedingungen und als Möglichkeit zu erkennen. Und dann sind auch ganz tolle, große Veränderungen für jeden möglich. Und wir sind gespannt auf diese Veränderungen. Also wenn du uns zugehört hast oder zugeschaut hast, dann freuen wir uns auf dein Feedback. Also schreib uns gerne, welche Veränderungen du gemacht hast. Und ja, wir feiern dich dann. Lieber Jan, ich danke dir für deine Zeit und wir verlinken natürlich dein Buch in den Shownotes, dass die Leute, die mehr zum Thema Schweinehund wissen möchten, das noch lesen können. Das ist ein ganz tolles Buch. Ich habe es auch gelesen und mir viele Inspirationen dazu noch geholt, obwohl ich schon sehr viel zum Thema wusste. Und ja, wunderbarer Read und ich kann das nur jedem empfehlen. Und dir sage ich nochmal ganz herzlichen Dank und auf bald. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. She